So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sehen uns heute im zweiten Teil unseres Let's Plays Power World, die Wüstenreiter, an. Die Map, die ich mir dafür ausgesucht habe, ist die Map Pyramid. Ich denke, dass das für die Wüstenreiter ziemlich gut geeignet ist. Allein schon von der Namensgebung her. Gehen wir auf Fortsetzen und damit wären wir auch im zweiten Teil des besagten Menüs dieses Spiels. Wir spielen wieder gegen die KI, die Einstellungen von vorhin sind erneut die gleichen. Ich spiele wieder von der Startposition 2 aus. Ich spiele echt gern ungern von oben nach unten oder von rechts nach links. Keine Ahnung warum. Als KI-Level werde ich diesmal die 5 nehmen. Unser Gegner in der ersten Folge hat ja nicht sehr viel zu bieten gehabt. Wobei, gehen wir lieber in kleineren Schritten, nehmen wir die 4. Wir wollen auch ungern überrannt werden, sonst macht das hier ja nur bedingt Sinn. Und Spiel starten. Und da werden wir auch schon im Spiel. Lasst mich einen kurzen Überblick gewinnen. Okay, wir sind die Wüstenreiter. Und wie schon in der ersten Folge angedeutet, sind wir mehr oder weniger so ein Nomadenvolk. Wir haben zum Beispiel kein festes Haupthaus, sondern diese mobilen Rohstoffsammler. Und benötigen statt Hütten Zelte. Bauen wir vielleicht ein wenig oder nicht? Bauen wir sie hier hin. Wenn ich es genau nehme und mir die Wüstenreiter hier gerade so angucke, dann wäre das Spiel auch sehr gut mit Age of Mythology zu vergleichen. Da gibt es ja auch Fraktionen, insgesamt 3 oder 4, ich bin mir gerade nicht sicher, die sich ähnlich wie hier einander unterscheiden. So, wir bauen auch gleich mal eine kleine Saurierfarm, ein wenig an der Front. Müssen mal gucken, was das hier für welche sind, nicht dass die uns angreifen. Das ist ein friedliches. Das sind Meiersaurier. Gibt es hier irgendwo feindliche direkt in der näheren Umgebung? Offenbar nicht. Dann ist das schon mal unser Vorteil. Wasser haben wir diesmal auch nicht am Start. Müssen das also nicht berücksichtigen. Und einen zweiten Sammler werden wir uns ausbilden. Ich möchte ungern die langen Laufwege zu den Nahrungsquellen haben. Wobei wir unten hier auch noch Fruchtbüsche hätten. Und es fehlt tatsächlich schon an Nahrung. Hier könnt mal kommen und das ändern. Wobei, ihr seid schon da unten, dann geht doch gleich hier hin. Jetzt seid ihr alle da runtergelaufen. Leute, was soll das denn? Na gut. Anscheinend haben wir hier nicht viele Rohstoffe. Oh, und da haben wir nebenbei feindliche Allosaurier gleich. Das sind stärkere Einheiten, die wir auch als Wüstenreiter ausbilden können. Ich denke nicht, dass es sinnvoll wäre, da jetzt schon zu intervenieren. Dann würde man sich wahrscheinlich zu sehr aus dem Fenster lehnen. Wo ist denn der Dino hier? Da. So. Hier nehmen wir 3. Reicht das für 3? Es reicht für 3, tatsächlich. Dann können wir den Stein hier auch gleich abbauen. Die Map ist ziemlich ressourcenarm, was Stein angeht. Glücklicherweise sind wir ein Nomadenvolk. Dann entpuppt sich das im Nachhinein nicht schon mal als Problem. So, was brauchen wir zum Aufsteigen? Von allem 220 dieser Schädel. Das heißt, wir werden noch einen von denen hier erledigen müssen. Das ist schon mal nicht schlecht, dass die hierher kommen. Ah, guck mal, die legen sich auch hin und schlafen. Ist ja nett. Können wir auch gleich Holz abbauen? Ist hier noch was? Da ist nichts mehr. So. Nahrung hätten wir genug. Holz haben wir auch genug. Dann holt euch doch den hier. Stein brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Dann könnt ihr hier mal Holz abbauen. Und die stellen wir etwas mittig hin. Wunderbar. Und dann können wir auch schon aufsteigen. Finde ich sehr genial mit diesen mobilen hier.
gibt natürlich nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten. Arbeit. Kann ich dir sagen, wo du die hinschicken sollst, Gebäude errichten? Aggressionsstufe. Ah ja. Was gibt's zu tun? Ah, die können. Ah nein, Moment, das ist ein Arbeiter. Ja. Ich möchte dir ein Ziel angeben, genau, Sammelpunkt setzen. Hier. Arbeit. Damit Was ich gibt's zu euch von tun? den Steinhackern unterscheiden kann. Dann bauen wir mal. Wir züchten einen Speer. Gucken mal, Was wie hier gibt's die zu tun? Laufwege sind. Ja. Ja. Ich erkunde So, das Gebiet. dann werden wir ja auch schon Zelte brauchen. Arbeit. Können wir mal eines hier hinbauen. Wir können in eine neue Epoche aufsteigen. Ressourcen werden schnell abgebaut. Offenbar gilt das für alles. Anders als beim Ja. Nordvolk, wo wir für alles ein Gebäude brauchen. Arbeit. So, jetzt werden wir wahrscheinlich Ja. auch wieder mehr Holz brauchen. Wobei ich unten auch schon was abbaue, Arbeit. dann geh du noch auf Nahrung. Nehmen wir dich. Was haben wir hier zur Auswahl? Eine kleine, eine mittlere Saurierfarm, eine Kaserne und eine Taverne. Da können wir nebenbei die Helden anheuern. Wir gehen mal auf Saurier. Ich meine, wenn die hier schon unterteilen in kleine und mittlere Saurierfarmen, dann wird das wahrscheinlich auch die Stärke dieser Fraktion sein. So. Nehmen wir noch zwei von denen hier. Ich werde hier jetzt mal eine Reihe sicherheitshalber freilassen. Die Ressourcen, die laufen eigentlich recht gut. Wir brauchen von allem 700. Und da sind wir schon so gut wie angekommen. Arbeiter ist hier. Wo ist der Arbeiter? Hier. Hm? Ein Tempel wäre auch nicht schlecht. Bauen wir lieber noch eine Kaserne. Und du hier sollst spähen. Was haben wir hier oben? Da ist Stein. Das muss ein Riesenvieh gewesen sein. Ich glaube, ich schicke dich mal lieber hier hin. Hier müsste irgendwo auch noch ein Übergang sein. Was ist mit euch? Angenommen, ihr seid die neu Ausgebildeten. Arbeit geht klar. Könnt euch dann mal um den Bau kümmern. So, das sind Stufe 2 Einheiten. Stufe 2 Einheiten, was haben wir? Stegotransporter, Nahkampfeinheit, mittelstark, 4 Infanterieeinheiten transportieren. Hier diesen Gleichsteiger, er kann nur was transportieren. Ein Kylo-Katapult, Belagerungseinheit, braucht Mindestabstand zum Ziel, Gift- und Flächenschaden, kann Steine oder Velociraptoren abfeuern, alles klar. Okay, stark gegen Gebäude. Nehmen wir mal ein paar von denen hier. Bauen wir erst wahrscheinlich was gegen Einheiten. Was ist das? Ach, sieh mal an. Eine neutrale Zivilisation, wie mir scheint. Das ist ja interessant. Da haben wir ein Nest. So, Arbeit. dann, Stegosaurus meldet da oben sich. müsste auf jeden Fall ein Durch, da haben wir ihn auch Okay. schon, ein Durchgang sein. Dann gucken wir mal, wo ist denn unsere Späheinheit? Kannst du hier mit was anfangen? Tatsächlich. Werden wir noch ein paar Einheiten hier produzieren? Oh, wir brauchen mehr Zelte. Arbeit wird gemacht. Es fehlt an Nahrung. Ihr könnt mal an Nahrung, Ist auf bereit. Nahrung gehen. Und wir Ja. hier könnten ein paar Zelte bauen. So, jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesem Krieger ist hier. Schatz? Boah, das Ding sieht ja auch krass aus. So ein Laufvogel. Wo sind meine Baueinheiten? Hä, wo läuft ihr hin? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr hier Kein hin sollt? Problem. Oder ist der Weg tatsächlich, der ist tatsächlich so umständlich? Gut, lassen wir Das uns ist hier erledigt. nicht verwirren. Dichter Hat man natürlich jetzt zwei Seiten, die man berücksichtigen muss. Das ist ein Bogenschütze. Ein bisschen Fernkampf ist auch nicht schlecht. Das reicht aus. Dich brauchen wir nicht. Kriege ich dich nicht weg? Mein Schild Doch. ist bereit. Oh, oh, oh. Da ist schon der Gegner. Verdammte Geht Axt. klar. Der ist schneller da gewesen, Wird als gemacht. ich es war. Auf jeden Fall Mein kommt er Schild schon ist mal oben bereit. rum. Das heißt, Er wir muss können uns auf erledigt werden. einen Punkt fixieren.
Links wird er wahrscheinlich auch nicht kommen können. Da sind ja die Allosaurier. Das kann man schon mal entsprechend berücksichtigen. So, wie ist das denn jetzt mit dem Aufstieg hier? Was fehlt denn noch? Ah, Schädel fehlen noch. Na, ernst? Dann nehme ich den Kauf, dass hier Nahrung verloren geht. Du kannst mal helfen. Wunderbar. Und ihr könnt den hier in Angriff nehmen. So, hier. Ne, Moment. Kleine Tierform. Nehmen wir hier noch einen dorthin. Oh, und da kommt der Gegner tatsächlich. Ja, wo ist der jetzt hergekommen? Von links? Pult. Moment, wir nehmen noch diese hier. Oh, jetzt rennt er hier bis ans letzte Eck runter. Oh, und ihr habt nichts zu tun. Naja, danke für den Hinweis. So, Ziel ist es hier vorne. Eine Mauer zu errichten. Ist die Frage, ob der Gegner das jetzt auch schon vorhat zu machen. So. Genau, das finde ich auch. Das ist die richtige Einstellung. Könnt mal hier hingehen. Und ihr hier könnt dorthin gehen. Ich nehme noch einen von denen hier. Du sollst hier hin. So, Stein läuft recht gut. Hier habe ich welche, die haben nichts zu tun. Genau, das seid ihr. Und dann wird hier erstmal eine Mauer hoch zu Asi an. Die warten da. Dann gehen wir lieber nicht zu nah ran. Ja, wunderbar. Boah. Ich muss die Lautstärke ein wenig runter machen. Das ging jetzt gerade echt auf die Ohren. So, wir können das Ganze aufrüsten. Du nimmst den hier. Und du nimmst den hier. Jetzt können wir mal schauen. Ihr habt nichts zu tun, kann das sein? Ihr könnt Holz sammeln. Was machst du? Stein. Ihr könnt Holz sammeln. Gerade beim Auswählen ein bisschen überfordert. So, jetzt hier, du bleibst mal da oben. Und ihr hier sichert die linke Seite ein wenig ab. Aber nein. Ich holen wir mal hier zurück. Ich weiß jetzt nicht den. Ah, warte mal. Hier haben wir was. Über die Schadenswerte bei allen Infanterieeinheiten des Spielers. Ja, dann werden wir dich hier mal hier hinten positionieren. Möchte dich ungern verlieren. Wir brauchen noch ein Tor. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja, das finde ich richtig. Das habt ihr schon mal gesagt. Dann müssen wir gucken, dass wir hier ein paar Einheiten produzieren. Den Gegner zurückzudrängen. Was können wir denn Neues bauen? Eine große Saurierfarm wäre bestimmt nicht schlecht. Arbeit. Du kannst da helfen. Jetzt haben wir noch einen Tempel und einen Waffenmacher. Das hört sich auch gut an. Ach so, okay. Da ist noch so einer hier gewesen. Jetzt erstmal rein. Bauen wir mal einen kleinen Turm hier noch hin. In der Sicherheit wegen. So, was bringt uns die große? Okay, da können wir sie umtauschen. Ja, da fehlen uns die Ressourcen. Eindeutig. An Nahrung. 1200 Nahrung für eine Einheit. Da seid ihr echt sehr bedürftig, ey. Haben wir noch die ganze Epoche voll mit Arbeitern. So, wie sieht's aus? Es läuft eigentlich alles recht gut. Kann nicht meckern. Einzig, was die Nahrung angeht, könnte man noch etwas mehr reisen.
Der ist bald aufgebraucht. Arbeiter ist hier. Fangen wir's an. Ja? Ihr könnt die hier unten unterstützen und die anderen beiden unterstützt die da oben. Der Turm ist fertig, wunderbar. Es müssten 3 gewesen sein, genau. Schauen wir mal, ob wir hier vorgeschoben produzieren können. Oder wenigstens einen Tempel bauen können. Boah, da ist echt nicht so viel Platz. Ein Tempel wäre ganz sinnvoll. Und vielleicht noch eine Kaserne. Oder lieber eine Saurierfarm. Wir nehmen eine große Saurierfarm. Ah, das geht nicht. Ich dachte, ich könnte die Laufwege dezimieren. Nehmen wir eine mittelstarke. So. Von links hat er sich noch nicht wirklich blicken lassen. Dann werden wir das da genauso machen. Da müssten ja jetzt 2 Bauarbeiter hier irgendwo sein. Wo seid ihr denn? Ah, ihr seid jetzt da unten. Ihr werdet hier auch mal eine Palisade hochziehen. Wenn man das so nennen kann. Die ist ja aus Knochen aufgebaut. So. Das sind diese Druiden, die ich ehrlich gesagt nicht so gerne verwende. Ich habe da nicht so den Nutzen für. So, für euch gibt es hier nicht mehr zu tun, dann könnt ihr hier zurückgehen. Ja, Stein ist halt so eine Sache. Baut mal hier oben noch Holz ab. Ein Bazar. Produziert Handelssaurier, okay. Ah ja, Schlachthaus. Da kann ich mir die Nahrungsproduktion sichern, ähnlich wie bei den Feldern. Ihr könnt auf jeden Fall mal ein paar Zelte bauen, da werden wir noch welche brauchen. So. Ihr hier habt nichts zu tun. Dann ändert das doch. Nein, nein, du sollst hier mal helfen. Und ihr wollt nicht, oder wie? Können da nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitern? Nein. Können mehrere. Nehmen wir doch noch einen zweiten hinzu. So, jetzt möchte ich aber gerne auch was produzieren können von den Stegosauriern. Die können wir upgraden. Wo ist unser großes Tierfarm? Hier. Jetzt haben wir mittlerweile Nahrung. So, Nahkampfeinheit, starke Kavallerie, verursacht Flächenschaden. 4 Einheiten transportieren, okay, den Transporter. Feldlager, ähnlich wie das Mammut im Nordvolk. Und die hier sind geeignet. Oh, kann man sogar nutzen, um Mauern hochzuklettern. Belagerungsbrachiosaurus. Nahkampfeinheit, gibt es keine Katapulte? Was ist denn der Unterschied hier? Kann als Leiter verwendet werden, um Mauern hochzuklettern. Wie kostest du mehr? Noch nicht so viel. Dann nehmen wir hier 2 Stück. Schicken wir euch gleich hier hoch. Ja. Hm. Ja. Und was erwartest du jetzt? Ich erwarte, dass ihr ein Tor baut. Und ein Turm. So, hier haben wir schon wieder Stress. Aber es hält sich in Grenzen. Wir lassen uns nicht aufhalten. So. Mit der Saurierfarm können wir jetzt natürlich nichts produzieren. Was haben wir hier? Ah, guck mal. War vorhin kein großer Platz für eine große Saurierfarm. Kann ich das jetzt einfach hier umrüsten? Na dann. Die Mauern kann ich nicht weiter aufrüsten. Okay. Du bist hier am... Boah. Das ist ein Riesending. Bist hier am Start. Das ist gut. Ihr könnt mal noch ein paar Zelte bauen. Wie sieht denn das hier mit den Dinos aus? Die sind schon recht stark dezimiert, kann das sein? Wobei, die kommen von hier oben, okay. So, Epoche. Das wollen wir natürlich auch gleich machen. Hier werden wir noch einen... Naja, für einen zweiten Turm ist nicht genug Holz da. Vielleicht ändert sich das ja gleich. Ihr habt nichts zu tun. Dann kommt doch mal her. Und baut Holz ab. Wo haben wir denn einen? Hier. Genau. Wunderbar.
Ihr beide geht hoch und dann schauen wir mal, was wir mit euch erreichen können. Infanterie. Von denen hier haben wir, fällt mir gerade auf, gar keine. Wirksam Nah- und Fernkampf. Naja, so stark sind die aber auch nicht, was gegnerische Tiereinheiten angeht. Nehmen wir einfach mal ein paar hinzu. Und mit den beiden Türmen, die wir da planen zu bauen, werden wir wohl keine Einheiten brauchen, die hier Wache schieben. Moment. Hä, wo läuft denn hin? Hä, ihr sollt doch hier hin. Oh, die sind echt langsam. Na gut, nachvollziehbarerweise. Wie ist es dann hier mit dem Aufrüsten? Wir haben hier doch das hier. Katapulte haben wir noch nicht, aber die werden wahrscheinlich bald kommen. Hauen wir einfach alles durch. Und dann laufen die Viecher entlang. Schon sehr nice. Sind wir auch gleich in der Zeit aufgestiegen. Können das nämlich an hier auch weiter aufrüsten. Oh, warte mal. Eventuell machen wir das doch gleich so rum. Nee, geht offenbar nicht. Na gut. Wie jetzt? Können wir gar nicht, was redest du? Und Umschlag? Wirbelschlag. Die haben ziemlich starke Ausprägung für diese Speerwerferinnen. Und so richtig stark sind die nicht. Hey, ist das jetzt ein Bug oder was ist da los? So, wie sieht das denn hier aus? Stein ist hier abgebaut. Hier haben wir noch Stein. Das übernehmen zwei. Können wir nicht. Was redest du da? So, dich können wir ja mal ein bisschen hochsetzen. Wir können in eine neue Epoche. Ja, Leute, tut mir leid, ich glaube, das ist ein Bug. Alles klar, ja, kommt, vorwärts. Wir wollen mal gucken, was der Gegner da macht. Bisher habe ich da nämlich keinen Überblick. Und das ist nicht so gut. Wir können in eine neue Epoche aufsteigen. Brachiokatapult. Ein bisschen Katapult wäre nicht schlecht. Bei so einem Alosaurier wahrscheinlich auch ziemlich gut ist. Was haben denn die Brachio hier drauf? Hm. Ein bisschen Verteidigung hier unten. Wo haben wir denn die dritte Klasse? Dann nehmen wir doch den hier. Oder gleich zwei. Die sollten das hier eigentlich halten können. Und währenddessen pushen wir oben. Alles. Was im Weg, alles, was hier in die Quere kommt. Ja, da passt nicht viel gleichzeitig durch so ein Tor, wenn ihr das so klein baut. Hier, Angriff. Ja, mitten ins Herz. Einmal drauf gestampft, dann war's das mit dem Herz. Wunderbar. Gucken wir mal, was hier die Gegner machen. Kein Weg zu weit. Was ist denn hier los? Seid ihr alle gleich arbeitslos oder was? So, jetzt hier aufgepasst. Ihr seid auch hier für die Nahrung zuständig. Ja. Ich werde euch hier mal auf Holz schicken. Holz. Du, 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 du. Ihr geht auf Nahrung. Jetzt müssen wir hier oben gucken, was Sache ist. Da hinten ist schon der Gegner. Alu. Warten wir noch, bis der zweite da ist. Dann werden wir uns der Sache am Tor annehmen. So, da kommt der Gegner. Mit was? Mit der Speerwerferin. Alter, wenn ich so ein Teil hier vor mir sehen würde, ich werde aber wegrennen. So schnell kann ich gar nicht laufen. Wahrscheinlich nicht mal denken. Ich meine, allein schon die hier sind ja ziemlich imposant mit ihren Platten. Knochenplatten auf dem Rücken.
Aber so ein Brachio. Ey, der Name sagt alles, oder? Ja, da hast du richtig bemerkt, da kommt was auf dich zu, Junge. Und siehe an, er hat sich zurückgezogen. Wobei die Alu hier immer noch am Leben sind. Offenbar machen die der KI nichts, kann das sein? Der Turm hält echt eine Menge aus. Kann ich die denn noch weiter aufrüsten? Genau, das kann ich machen. Ah, Rüstungen wären auch nicht schlecht. Naja, Arbeiter kämpfen nicht. Das ist Schwachsinn. Das hier wäre auch ganz interessant. Machen wir das zeitgleich. Sofern das überhaupt geht. Lasst uns mal den Gegner umrunden. Und nein, Leute, ich habe es nicht vergessen. Ich werde den Titan noch ausbilden. Es fehlt gerade nur ein wenig an Ressourcen. Ich weiß auch nicht, ob wir an Stein ausreichend kommen werden. Wir werden uns wahrscheinlich hier oben das sichern müssen. Denn der Titan beim Nordvolk, der hat ja 1500 Stein gekostet. Und das Aufsteigen, wo haben wir hier einen? Das kostet uns auch nochmal 1500, also insgesamt 3000 für so einen Titan. Hier haben wir 1700. Wir müssen da hoch und uns das holen. Ja, dann lassen wir den Gegner links liegen und kümmern uns um das Wesentliche. Und in der nächsten Runde, wenn wir uns den Drachenclan angucken, werden wir die KI noch ein bisschen stärker machen. Ich weiß, die sind derzeit einfach noch nicht einzuschätzen. So, ihr habt eure Nummern, ihr habt eure Nummern. Wunderbar. Oh, guck mal, da ist einer draufgegangen. Was wollen wir denn da nachholen? Nehmen wir mal so einen Ankylo, der ist gut gegen Gebäude. Das ist gar nicht mal so dumm. Und den hier werden wir auch mitnehmen. Du kannst dann hier hingehen. Ja, reit vorwärts. Kein Weg zu weit. Auf zur Jagd. Ankylosaurus reitet los. Ah, die Wegfindung, herrlich. Ob die Allosaurier den Allosauriern etwas tun? Ist ja immerhin die gleiche Rasse. Wie war das bei denen? Greift an, sobald es ein Opfer sieht. Ja, wie? Interpretiert ihr das als Opfer oder was? So, jetzt hier, was haben wir da? Verursacht bei den gegnerischen Einheiten großen Schaden. Ja, dann hier. Naja, es hält sich in Grenzen. Angriff. Wir haben hier schon einige Schädel gesammelt. Ich hoffe, es reicht aus, um den hier hoch zu pushen. Es reicht nicht aus. Dann ziehen wir dich mal zurück. Oh, guck mal, der humpelt. Und jetzt rennen sie ihm halt hinterher. Ah, herrlich. Ach ja. Reicht's jetzt? Jetzt reicht's aus. So, dann hier alle auf die. Kann man hier den da machen? Und bam. Machen wir noch den. So. Machst du's? Oder auch nicht. Raff ich gerade nicht so ganz. So, und hier das Nest muss auch noch vernichtet werden. Guck an, da sind noch die Kleinen. Gerade nachgeschlüpften. Moment, wir müssen hier runter. Holen uns noch was, was gut gegen Gebäude ist. Wo war der denn? Ah, das ist Klasse 2. Das ist doch die große Saurierbaum, oder? Ja. Na gut, nämlich. Sparen wir uns das Ganze vielleicht lieber auf für die Sache mit den Titanen. Ich brauche jetzt einen von denen hier. Moment.
Wir nehmen euch und verlagern euch hier hoch. Kein Weg zu weit. Sehr viel Schaden haben die ja nicht genommen. Tempel müssen wir also nicht unbedingt bauen. Du gehörst dazu. Wir reiten los. Ah, du auch. Da wäre sogar Nahrung. Auch ganz interessant, dass wenn die durch Kampfeinheiten erlegt werden, dass man die immer noch verwerten kann. So, ihr geht auf Stein. Ihr seid hier unterwegs. Arbeit? Haben wir noch einen Holzfäller? Ihr könnt hier mal darauf mich darum kümmern. Du auch. Du auch. Wunderbar. Du stellst dich jetzt hier in die Mitte. Da ist noch einer. Wo sind denn die ganzen Bauarbeiter hier hingegangen? Sind irgendwie verschwunden. Oder ich habe sie doch hochgeholt. Oh oh. Okay, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen um den Gegner kümmern. Dass der hier nicht unten rumkommt. Das wäre mir nämlich absolut unlieb. Und die 1500 sind auch schon vorhanden. Brauchen wir noch 1500 Nahrung. Und ihr könnt auf Holz gehen. Ach, da ist noch ein Schatz. Wo ist denn der Speer? Guck mal, dann kannst du den hier auch gleich holen. So. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der sich hier zurückzieht. Weil hier unten sind gerade keine Einheiten. Ja, macht sie fertig. Hey, keine Chancen. Seien wir ehrlich, keine Chancen. Euch da unten scheint es nicht zu jucken. Wie viel hält denn die Mauer aus? Oh, einiges. Eventuell kümmern wir uns auch direkt um die Mauer. Guck mal, da hat ihren. Er hat seinen Stein noch nicht mal komplett abgebaut. Was ist mit dem los? Also in der nächsten Runde werden wir die KI nochmal stärker einstellen. Ich werde mich jetzt doch lieber um die Einheiten da unten kümmern. Ich möchte jetzt nicht, dass die da durchdringen und dann hier unten mir Ärger machen. An Nahrung fehlt es noch. Wo ist denn der Speer? Hä? Habe ich nicht gesagt, du sollst das holen? Oder kannst du nur einnehmen. Kannst nur einnehmen. Okay. Ja, habe ich genügend. Hier kannst du dich mit um die Nahrung kümmern. Was ist denn hier los? Hä, wieso seid ihr alle da drüben? Hier ist doch. Boah. Wahrscheinlich hat sich die Herde nochmal geteilt. So, jetzt hier. Offenbar hat der Turm die meisten erledigt. Na gut, dann wieder zurück. Und da hat er einen neuen Turm gebaut. Dann geh du doch gerade hin. Und guck mal, ob du den nehmen kannst. Kannst du? Dann kannst du nicht. Eine neue Epoche kann beginnen. Offenbar kannst du nicht. Gut. Jetzt brauchen wir 2000 Nahrung. Das fehlt immer noch. Wo sind denn hier die Nahrungsarbeiter? Holz ist wieder voll. Ja. Dann kümmert ihr euch doch mal um Nahrung. Ach, jetzt ist hier schon alles weggeblockt. Wo haben wir denn die Dinos? Stein ist auch ausreichend. Dann könnt ihr unten. Könnt ihr hier unten noch euch um Nahrung kümmern? Und jetzt sollte das eigentlich reichen.
Wo ist denn das große? Hier. Zack, da haben wir ihn. Und mit dem großen hier hinten forschen wir. Brauchen wir noch 500 Nahrung. So, du kannst dann auch gleich hier hoch. Ah, guck an. Kann man hier auch gleich aufrüsten, braucht keine Nahrung. Ist wunderbar. Das hier auch. Das hier brauchen wir nicht. Dafür, dass hier so viele Leute Nahrung abbauen oder jagen, kommt echt wenig zustande. Brennst du? Nein, du hast nur die Leuchten angemacht. Wir haben ja einen Tag-Nacht-Wechsel im Spiel. Gut, jetzt können wir auch das letzte erforschen. Und der sollte jetzt auch bald fertig sein. Wunderbar. Oho. Super. Ja, ich hoffe, er behält ihn auch unter Kontrolle, sonst haben wir nämlich ein Problem. Ich glaube, das beschreibt das am besten. Den Turm können wir eventuell schon mal in Angriff nehmen. Ohne Beschuss werden wir ohnehin nicht uns vorbeisneaken können. Vielleicht holen wir uns noch einen Allosaurier, wenn wir können. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also die Ressourcen, das Ressourcenmanagement ist mit den Wüstenreitern, finde ich, doch schon etwas aufwendiger. Es reicht nicht aus, ein paar Gebäude zu bauen, wo man dann die Arbeiter drauf losschickt. Infolgedessen die einfach sammeln, 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 abbauen, bis nichts mehr da ist. Sondern man muss auch immer diese mobilen Lager mitschicken. Und das ist natürlich aufwendiger. Gut, da haben wir soweit alles. Die hier stufen wir, können wir gar nicht hochstufen. So, jetzt hier, wartet mal. Wir wollen hier noch Verstärkung holen. Da stehen schon welche oben drauf. Also gut, wenn ihr es nicht sein lassen könnt, dann hier bitte. Ich habe jetzt keine Lust, hier unten die Einstellungen alle zu ändern, soweit. Zumal der eh schon fast da ist. Auf jeden Fall sind diese zweibeinigen Einheiten, finde ich, recht schnell. Also deutlich schneller als die vierbeinigen. Der Alu hier, der ist recht flott unterwegs. Was ist das denn? Ist das euer Ernst? Ich glaube nicht, oder? Ja, so viel dazu hier. Hol dir dein Fresschen. So, hier einmal stampfen. Genau, da zerfällt das Gebäude regelrecht. Was haben wir noch? Kampfunfähig der gegnerischen Einheiten. Gut, haben wir keine. Flächenschaden im nahen Umkreis. Mach mal. Wo bist du denn? Ah, da hüpft er. Ja, das ist gegessene Sache. Schmackhafte. Muss ich sagen. Was ist mit dir? Hier, Holz. Schmeckt bestimmt gut. Oder trittst du? Hast du gerade getreten? Nein, du beißt. Es sah gerade so aus, als ob er getreten hätte. Weiß ich nicht, ob das viel Sinn machen würde. Kannst du dich mal um die hier kümmern? Und wie die halt einfach mitten durchs Schlachtfeld laufen. Und der ist total am Durchdrehen. Ja, den hat's echt übel erwischt. Der arme Maiasaurer. Ja, aber wie die KI hier einfach noch versucht, sich irgendwie zu retten. Das ist echt... Naja, man sollte wissen, wann man aufzugeben hat. Und die Mauern werden hier genauso wie in Age of Empires wahnsinnig schnell aufgezogen. Das Gameplay-Element auch bei Age of Empires, was mir persönlich nicht sehr gefällt. Dann bunkert man sich da regelrecht ein.
Gerade wenn so eine Mauer auch nur 50 Steineinheiten kostet. Da ist das natürlich eine Leichtigkeit. Hier können wir noch einen zweiten zu holen. Die holen wir hoch. Auch im dritten reicht's gar nicht. Oder? Ne, braucht 2000 Nahrung. Die sind echt kostenintensiv, diese Titanen. Richtig, richtig teuer. Jetzt werden wir den hier auch noch fertig machen. Wenn schon, denn schon. Und da sehe ich, ihr habt nichts zu tun. Ne, hier unten ist ja auch fast alles abgebaut. Baut man noch den Rest Stein ab. Und bedenkt, wie viel Wald hier vorher war. Oder auch hier. Ja. Die Rodung lässt grüßen. Hier, stampft nochmal zu. Bam. Wunderbar. Und damit ist die Sache auch schon erledigt. Mal reinzoomen kann ich leider nicht mehr. Ich hätte mir den nochmal genauer angucken wollen. Das habe ich leider versäumt. Nichtsdestotrotz haben wir uns die Wüstenreiter angeschaut. Und erfolgreich haben wir sie zum Sieg geführt. Gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. In der nächsten Folge schauen wir uns den Drachenclan an. Soweit ich weiß, ist der asiatisch angehaucht und stark auf Maschinen ausgelegt. Irgendwas in dieser Richtung. Und von den Seans weiß ich groß noch gar nicht. Sie kommen in der vierten Folge. Da lasse ich mich auch überraschen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis auf dann.